Da geht er hinfort. So, wie machen wir es am besten? Weil ich würde sagen, Küstenstädte ist natürlich das, was wir haben möchten, und wir möchten Richtung Rom gehen. Da hinten die Verbündeten werden auch irgendwann kommen, so war es zumindest beim letzten Mal. Eigentlich macht es natürlich Sinn, hier die Front aufzubauen und hier da hochzugehen. Aber eigentlich sehe ich es so, müssten wir unsere Seite halten und der Verbündete geht halt da hinten rechts lang. Das wäre eigentlich viel klüger. Deswegen würde ich mich eher auf diesen Punkt hier konzentrieren und mir da direkt das ganze Zeug wegsnacken. Zumindest die ganze Küste einmal auf hier räumen. Deswegen gehen wir mit dem Trupp jetzt gleich dann auf jeden Fall da hoch. Wir warten nur ganz kurz, bis der Bunker im Arsch ist. Weil der schießt hier halt noch gefährlich hin. Weißt du, wenn ich jetzt hier irgendwie hingehe, ist gefährlich. Aber außenrum können wir noch kurz. So. Der macht den weg. Da, du sagst, das ist so ein starker Vergleich, obwohl der quasi im Arsch... Ja gut, wir machen es trotzdem selber. Nicht automatisch. Wir machen alles selber. Ist immer besser. Allein für die Belohnung schon. Defenses are going to be tough to break, but we've got speed on our side. If we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. Advance, let's secure that ground. Okay, angenehm. Wir haben schon einiges mehr an Zeug. Keep a lookout. Als er. Machen wir direkt ein MG und einen Schützentrupp. So. Ein schöner Gebäudebau. Schön einzeln die Streben hochziehen. Natürlich Sandsäcke, klar, was auch sonst. Zelte drüber. Plup, plup. Wir haben Riflemen, taking the field. Point out, we're moving to secure a position. Und dann noch so eine kleine Rampe hier drauf bauen. Genau. Zack. Dann können wir uns jetzt Chefi-Panzer holen, wenn wir ein bisschen Treibstoff hätten. Heavy machine gun has been requisitioned. So, direkt vorgehen. Auch ihr geht bitte direkt hier vor. Hauptsache, es ist jetzt schon dieselbe Karte wie gerade eben, aber hey, naja. Kommt vor. Bitte mal hinschießen. Und weg. Ah, hätte besser treffen können. Ich hoffe, er überlebt das. Wo da in die Hütte rennen, ist bestimmt auch richtig geil. That transport lost an engine and had to dump its cargo on Kraut territory. We've got to make sure we find it before they do. Na, war schwierig. Ich sag's dir, wie es ist, du. Okay, der Hauptmann kann keine Nähte werfen. Vergiss ich jedes Mal. Geht das hier? Nicht wirklich. Oh, das ist schlecht. Er tritt die Tür, die nicht existent ist, auf. Perfekt. Naja, muss er wissen. Passt schon. Klar, natürlich klappt die Nähte nicht so gut. Aber wobei, doch hat der Damage gemacht. Passt. So, nehmen wir. Alles meins. Munition, Munition. Und brauche ich zwar nicht, aber nehmen wir mal. Mit dem. Hätte ich hier mit dem machen sollen, ne? Ist auch egal. Leg die Wagen hin. So, du gehst direkt da den Punkt erobern, weil es geht. Collapsing, sagt er. Ja, ja, das sehe ich jetzt nicht so, aber... Gut, ne? Ja. Ja, die Crowds will sterben. Hallo, komm. Enemy activity near our munitions point. Dritte Chefi-Panzer reinholen. That's a go. God damn it, rifles, ship those asses. Jump to it, boys. Commander, hallo, die Herrschaften. Nate ins Gesicht, bitte. Take that damn ground. Into the building, move. Into the building, move. Der hat einen Flammenwerfer, sehr ungemütlich. Passt aber. Das ist ungünstig. Ah, da haben wir gleich einen Chefi-Panzer, alles gut. Repositioning the quad.
So, das geht schon. Und ihr geht bitte nach vorne. Hier, es passt einigermaßen. Der muss sterben. Das ist wichtig. Weil der muss der Panzer hin. Der verpisst sich. Der haut auch ab. Der erobert ganz gemütlich. Den geht es eher so mittelmäßig gut da oben. Die Pack haben wir erledigt. Sehr schön. Dann kann der jetzt auch vorrollen. Ohne Probleme. Und rein. Sehr schön. Naja. We've lost the territory sector. The enemy have taken territory from us. Bla bla. Enemy infantry neutralized. All in squad, all back. Ja, hau bitte ab. Go, go, go. Die waren nicht ganz so hilfreich da irgendwie. Naja. Repositioning the quad mount. So müssen wir hinstellen. Und der Chefy, können die nicht einfach pushen seine Basis mal so ganz nebenbei? Ich meine nur. A fuel point is being seized by the enemy. Weil der hat jetzt nicht so viel irgendwie. Einfach ein bisschen umzingeln und reinballern. Ja, easy. Territory point is no longer under our control. Die werden ja gar nicht geheilt, oder? Oh, ich hab das Zelt vergessen. Leute, jetzt ist auch egal. Passt schon. Und rein. Schön reinballern hier. Oh, das ist ungünstig. Richtig. Die Einheiten gehen bitte dahin. Aber ihr könnt direkt hier oben erobern gehen. Das Ding muss sterben. Das ist dringend. Sehr gut. Die Engineers on the field, kommen bitte direkt hier hin und reparieren den Panzer, ist am wichtigsten. Dann machen wir gleich noch einen zweiten, wenn wir hier die Rohstoffe haben. Komm, passt schon, ne? Ja, und der rennt natürlich wieder. Mastermind ist das einfach, du. Ich sag es euch. So, und seine Basis fällt gerade. Perfekt. Sehr schön. Einfach erobern. Ja, geil. Einfach direkt spawn killen, hätte da gar keine Chance mehr rauszukommen. Können ich einfach sogar hier? Oh, können wir sogar? Lol. Mal eben gerade das Luftwaffending da kaputt machen. Können dir richtig, Junge. Gut, Junge. Oh, dann ist das erste Gebäude kaputt. Alright, men. We've got him surrounded. Now we just gotta stand our ground until their morale breaks. Ja, ich hab die Moral ist gebrochen. Krauts are bombarding our front line. Take cover. Naja, das will ich sehen, wer die bombardet. Aber lass ihn ruhig machen, lass ihn ruhig machen. So, schön aufteilen. Die verpissen sich. Hier läuft alles. Perfekt. Schieß mich auf die Wolle drauf, Kumpel. Das macht mehr Sinn. Chaffy has arrived. Na dann, Kumpel. Weiter rein. Immer tiefer in sein Land hier rein. Putz. Den hat's auch erwischt, den Bunker. Wunderbar. Der Junge ist am Arsch, ey.
wie er bauen will. Nein, alle außerdem. Genau so. Wie er bauen wollte. Dumm gelaufen. Mission accomplished. Let's get out of here. Ja, war easy. Bin ich ehrlich. Schön. Hä, das war unser MVP? Lol. Weißt du, die Halbkettenfahrzeug und Panzer rasieren die komplette Basis von ihm weg. MVP, Schützentrupp. Ja, ist ja vielleicht auch schon richtig, aber trotzdem. Finde ich witzig. Gefechtssieg. Geil. Okay.